Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Dieses Mal mit Murdoch und Moin. Mistkäfer. Moin. Und die Madeleine hört uns einfach nur zu, die steht schon während am Essen. Und wie gesagt, die letzten paar Folgen kommen jetzt raus und zwar erkunden wir jetzt den Reaktor, den wir gebaut haben. Der startet mit den Home 3. Und wir machen es mal. Genau. Und hier da, wir sind da, wo keiner ist. Ja, Ja, hallo. ich bin unten im großen Raum. Ich habe hier gerade mal geguckt, ob noch alles läuft soweit. Ja, ich bin jetzt Ich hinter dir. kann dich sehen. Hinter mir? Ich dich auch. Hinter mir? Hä? Was? Nee. Ja, What the fuck? Ah, hier. Ja, da bin ich. So, das kleine Highlight, was ich hier noch eigentlich angebracht habe, ist, da wir ja den Reaktor im Wasserbereich gebaut haben, was man jetzt noch nicht so gut sieht. Wir haben hier noch eine Taucherausrüstung, eine Sauerstoffmaske und dahinter die Sauerstofftanks. Ja, Falls mal Gasmaske. Wassereinbruch ist, was der Mann hier noch Oder wenn mal die Luft zusehen kann. knapp wird. Genau. Ja, hier haben wir, ich fange einfach mal an, wir haben hier jetzt zwei Wireless-Schalter für die Reaktoren, um damit das ME-System zu trennen, weil ja das ME-System den Reaktor automatisch versorgt mit den Brennpellets hier. Uranpellets. Angefangen, oh, Uranpellets, Entschuldigung. Angefangen haben wir mit 5.922 Pellets und der Reaktor läuft 3 Wochen oder sind das jetzt schon Ja. 4 Wochen durchgehend? Ja, so in Ne, drei der Wochen, Dreh. ne? Und wie man sieht, der versorgt sich komplett selber mit den Uranpellets. Wir haben ab und zu mal ein bisschen Kristall und Uran nachgelegt, womit wir Wobei denn. man auch sagen muss, das haben wir auch den Grund nachgelegt, weil wenn man ins ME reinschaut und Uran eingibt, haben 18.000, nee, 17.000 Uran und die aber nicht weiterverarbeitet, das ist das Problem. Deswegen müssen wir es selbst nachlegen noch. Also der ist nicht komplett vollautomatisiert. Also wir haben zwar hier Laserdrills hier stehen, aber die ja noch Die nicht das Weiterverarbeitung Uran noch weiter, nicht. genau, die Erze noch nicht weiterverarbeitet werden. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal hier einmal kurz in die Reaktorkammer, die Da wir hört man hier schon. links haben. Charakter 1. Genau, der läuft jetzt hier seit ja, gut 3 bis 4 Wochen durchgängig. Was jetzt hier so hoch stehend so rausguckt, das sind die Kühlstäbe, die Steuerelemente vom Reaktor. Ed kann die ja mal einfahren, dann sieht man, wie das denn aussieht. Bei mir ist hier durchsichtig so. Angefahren, Genau. schaltet der Charakter ab, wie halt in den rechten Leben auch, und wenn sie ausfährt, startet er. Und wir haben hier nebenan, na, ich will gerade nicht. Jetzt. Das ist übrigens noch unser kleiner Mistkäfer, Ja. der angekommen ist. Und hier nebenan ist noch ein zweiter Reaktor, der nicht in Betrieb ist. Den haben wir noch nicht angeklemmt. Eigentlich sollte hier noch eine zweite Turbine mit angeschlossen werden, um dann besser Strom zu produzieren. Aber beide Reaktoren voll funktionsfähig. Und baugleich. Und baugleich, genau. Ne, hier links, wenn man hier so guckt, da sieht man unten die Turbine, also beziehungsweise den Generator. Turbine sieht man noch nicht so. Ja. Wir können ja mal. Also, gehen wir einfach nach unten. Genau, gehen wir einen tiefer. Ja, hier ist unsere Produktion, beziehungsweise erstmal unser Stromverteiler fürs offene Stromnetz. Wir speisen ja auch schon in ein Stromnetz ein. Da sind der Mistkäfer angeschlossen. Ed, Ja. bist du eigentlich auch schon angeschlossen da dran? Ja. Naja, ich bin Und direkt. Ich habe mir direkt auf meine angeschlossen.
Ach so. Und meiner einer ist auch schon mit dem Reaktor verbunden. Und dann gibt es noch noch zwei Leute, die noch mit angeschlossen sind hier auf dem Server. Server. Mit dem Stromnetz. Ja, hier haben wir eine Gasproduktion. Hier wird das Uran, Hexafluorid, genau. Fluorid produziert. Funktioniert eigentlich Dazu haben gleich wie wir die die Uran. Zentrifuge von Bitcoin. Genau, hier haben wir den Uranprozessor, so heißt das Teil, genau. Einmal mit dem Blue-Fluorid-Kristall und einmal für Uran-Ingot. Was denn komplett zu Hydrofluorid. Nee. Uranium-Hexafluorid gemacht wird. Genau. Was dann eine Etage tiefer landet. Wo es jetzt ein kleines bisschen lauter wird. Bis die Soundmuffler arbeiten. Genau. Wo dann hier die Turbinen laufen. Wir haben hier Elektromotoren. Magnetostatic Engines. Dann wiederum mit Bedrock Gearboxen arbeiten, die dann bei mir verschwinden sie gerade. Ja, bei mir auch immer wieder. Das ist wie Optifine. Die Zentrifugen arbeiten, die dann wiederum Uran-Dust rausschmeißen und daraus dann aus dem Dust Pellets gemacht werden. Genau. Davon haben wir vier Anlagen und die versorgen den Reaktor dann ja, mit dem Sind 2, 4, nötigen. 15, 12, 24 Zentrifugen. Genau. Also dann machen Versorgen wir dann den definitiv Plus. Reaktor. Den Reaktor mit Uran-Pellets. Genau. Ja, wir können hier auch direkt sagen, so, wir wollen jetzt nicht ganz so viel produzieren, können wir auch jeweils eine Gruppe einmal abschalten. Was wir natürlich nicht machen, wir lassen sie durchgängig laufen. Wir haben es ja. Weil der Reaktor den Strom selber produziert, womit er auch sich selber wieder versorgt. So, dann würde ich sagen, Ed, Reaktor von unten nochmal zeigen, oder? Ja, kommen wir mal. Die Gefahrenstufe auch zeigen. Na, so, hier haben wir nochmal einen Schutzanzug, den man anziehen kann. Da kann ja mal der Mistkäfer drin reinhüpfen. Ja, meine ganze Rüstung erstmal ablenken. Strahlenschutz. Sowas nennt man, genau, Arbeitsschutz. Und deine Rüstung kannst du übrigens hier auch anhängen, die kommt nicht weg. Ja, das wäre eine Idee. Und du brauchst Weil. nochmal nur Shift-Rechtsklick drauf machen, dann ziehst Ja. du es automatisch an und So, ab. und dann hier einmal nach dir. Ja, das ist denn der Reaktor von unten. Kühlwasser wird direkt in die. Ne, nicht Kühlwasser, aber Wasser für die Steamboiler Steamboiler. reingepumpt. Wir haben in jedem Transfernode haben wir 32 Mining Upgrades drin und 40 Speed Upgrades. Sollten wir unter diesem, ja, unter die Anzahlen kommen, also sprich nur die Hälfte nehmen, würde der Reaktor uns um die Ohren fliegen, weil nicht genügend Wasser nachgeliefert wird. Und zu heiß wird. Man sieht ja hier auch, der Temperatur, wenn man in den Weiler schaut, oben 111, 107 Grad. Ich glaube, irgendwas bei 700 Grad oder 1000 Grad fliegt in die Luft. Genau. Und das ist uns schon öfters passiert. Bis wir die richtige Konfiguration raus hatten, haben wir ja drei, ja vier Anläufe gebraucht. Vierten Mal läuft er jetzt, wie man sieht, komplett störungsfrei. Genau, seit Wochen. Sehr. Vorausgesetzt, die Chunks sind immer geladen. Genau. Wir haben hier noch von unten den anderen Reaktor. Und das Einzige, was wir hier machen müssen, ist die
verbrauchten, also die Reste vom Uran-Pellets müssen, dürfen wir nicht einlagern, weil das Lagersystem nicht richtig funktioniert. Wir müssen dementsprechend das in eine, ja, Mülltonne schmeißen und müssen das entsorgen. Ne, hier in den Trashcan rein. Genau. Im Normalfall gibt es ja dafür eigene Behälter, aber die funktionieren bei uns nicht. Richtig. Genau, das habe ich hier schon mal ausprobiert gehabt. Beim zweiten Versuch. Sieht man eh auf der Map, sieht man eh noch den Behälter da. Ja. Und ja, Ende vom Lied war Verseuchung. Das ganze Teil ist uns um die Ohren geflogen. So, was gucken wir uns jetzt an? Wollen wir uns erstmal die Turbine von oben angucken oder von unten gleich? Gehen wir mal nach oben. Nee, da. Da. Genau, hier rein. So wie so ein Labyrinth. Designed by Edcrafter. Genau, der Ausbau hier drin, alles was man so sieht, das hat alles Ed gemacht. Den Aufbau so von Turbinen und so, da haben wir auch zusammengebaut, aber das meiste habe ich den schon alleine. Ja, sag ich mal, alleine vorgebaut. Ah. Hier vorne sieht man als erstes, was immer so gerne schön verschwindet, die Turbine, die Dampfturbine. Da wird der Dampf mit 100, ja, ungefähr so mit 100 bis 110 Grad eingespeist. Und treibt dann den großen weißen Generator an. Der produziert dann RF, weil ReactorCraft hat eine eigene Stromeinheit oder Energieeinheit und damit kann man das konvertieren in brauchbare Energie. Genau. Und so. Ja, was haben wir ausgerechnet? Wie viel kriegen wir raus? 3,5. Was jetzt die Turbine so produziert? 3,5 Terajoule, glaube ich. Genau. Oder Gigajoule, also, keine Ahnung. Nee, ich glaube, das war Terajoule, ne? Ja. Erst kommt der Giga und dann kommt Terra, glaube ich, ne? Ja. Aber auf alle Fälle, jede Menge ist das. Genau. Damit können wir im Grunde die komplette Karte mit Strom versorgen, sämtliche Spieler und es würde immer noch zu viel sein. Wir haben ausgerechnet, wir bräuchten eigentlich 150 Tesserex, um die komplette Energie ja, wegzubekommen aus dem Generator. Genau, wenn man den voll, natürlich volllaufen, die Turbine ist noch nicht vollkommen gebaut, das sind Teile einer Turbine. Da fehlen drei Stufen fehlen dann noch. Genau. Ah. Momentan bringt die Turbine 300.000 RF, so 300.000 bis 400.000 RF, je nachdem. Einerseits, wenn ich jetzt so gucke, sieht man natürlich die Turbine nicht. Ich muss mich erst direkt da drüber stellen. So, das ist ein sieht bisschen. Man das. Und was da so blaue Punkte mäßig ist, das ist das der abgekühlte Dampf, der natürlich zur Seite weggetragen wird und als Wassertropfen nach unten fallen. In das Auffangbecken, was man unten sieht. Genau. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal von unten uns den mal an. Ganz von unten oder in der Mitte? Dann gehen wir erstmal zur Mitte. Die ist ja dann da. Na. Hier mit, wenn man mit den Angular Dingsbums darauf klickt, sieht man, wie viel sie generiert. 350.000 RF. Momentan. Was wir über die Deserik abfangen, weil Deserik ist der einzige, die es schafft, so viel Energie aufzunehmen. Genau. Gibt sonst nichts. Also die schwarz-gelben Steine, die gehören eigentlich nicht dahinter, die hat da als Verkleidung, als Turbinenhalterung aufgebaut. Als Generatorhalterung. Ja. Damit er ein bisschen besser aussieht. So, und hier kann man nochmal sehen, jetzt gerade, wo so schön die Turbine ausgeblendet ist bei mir, da sieht man den Input. Die Druckleitung, wo der Dampf eingespeist wird. Und
Ja, so sieht man dann die komplette Turbine, wie sie sich schön dreht. Genau, schön. Die So, schöne und Turbine. da in der Mitte sieht man auch dann vom Generator den ganzen Kreis, den man jetzt natürlich nicht dre sich drehen sieht. Ja. Hier kann man runtergehen an den Tesseract ran, wenn man da was einstellen möchte. So, ich halte uns Hübsch, mal die hübsch. Tür auf. Dankeschön. So, Ja, dann gehen wir jetzt. mal eine Stufe weiter runter. Nee, da noch nicht lang. Geradeaus. Erstmal zum Generator. Ja, das ist denn unser Generator. Hier haben wir noch einmal Auroralbatterien aufgebaut, die womit wir zum Anfang eigentlich das Stromnetz aufbauen wollten. Aber das funktioniert nicht ganz so. Nee, die Kabel bringen das Spiel zum Abschluss, deswegen lassen wir das lieber. Und steht eigentlich hier nur noch zu ziert. Weil wir Hier es haben wir haben. denn, genau, hier haben wir denn einmal die den Generatorhalterung. Also sprich, hier wird er vorne abgestürzt. Na, Ed, du stehst gerade mit drin. hier haben wir denn das Auffangbecken für das Wasser, was dann Regnet. auch hier wieder zurückgeführt wird in die Produktion für die Gasproduktion. Aber es kommt so viel Wasser wieder hinterher, das merkt man gar nicht, Das ist wieder verschwindet. dass da was weggepumpt wird. Ja. Das ist dann ja einmal die Turbine mit Generator. Dann haben wir hier einmal Stromzufuhr direkt zu mir Wo und bist du einmal denn jetzt eigentlich? direkt zu Edge. Dad? Also, weil die ist jetzt gerade festgehangen irgendwie. Ach so. Genau, das ist die Deseret, die oben angeschlossen ist vom Meter Channel und dann ist Murdoch Channel daneben, damit er auch die gleiche Energie hat wie ich. Weil es ja unser Projekt in dem Sinne. Genau. So, und dann haben wir hier unsere kleine Notfallstromversorgung. Unser Die Buffer. hat, Klein. ja, das sind jeweils vier Kapazitätsbänke mit 21. Nein. Zwei. Wie sind Millionen und dann kommt Milliarden, oder? Mit 2,1 Milliarden, ne? Genau. Jede. Sind 8 Davon Milliarden. haben wir vier Stück. Und die werden hier über den kleinen Computer gesteuert. Es fährt immer erst eine Batterie komplett leer und dann schaltet sich die zweite an. Ne, so sieht das denn aus, Naja, Computer? funktioniert noch nicht. Ja. Ja. Hat Soll gleich. mal irgendwann so werden. Sollte mal werden. Hat sich Nicht. wohl aufgehängt. Nee, ich habe das Programm umgeändert, deswegen. Ach so. Ja, dann haben wir so uns gedacht, naja, was schaffen schon vier solche Kapazitätsbänke? Wir brauchen ein bisschen mehr Lagerkapazität. Also haben wir nochmal vier Stück gebaut. Die sind auch noch leer. Ja, die sind noch nicht angeschlossen, die sind komplett leer. Man so schön sieht. Aber komplett fertig aufgebaut, auch nur noch angeschlossen werden. Und dann hätte man hier auch noch einen kleinen Puffer. Haben wir keine Tesseract. Ja, und hier haben wir unsere kleine Uranproduktion eigentlich. Uran- bzw. allgemeine Erzproduktion am Laufen, die direkt ja, Vom vom Reaktor. Reaktor eingespeist werden. Genau. Also die laufen auch nur, wenn der Reaktor läuft. Oder läuft, so besser. Läuft. Die werden nicht über die Batterien gespeist. Das heißt, sobald der Reaktor aus ist, sind die auch aus. Weil dann braucht man eigentlich kein Uran mehr, wenn der Reaktor aus ist. Und saugt nicht die Batterien leer. Sinnlos. Genau. Ja, das sind ist so eigentlich im Grunde, ja,
unser kleines Gemeinschaftsprojekt, was wir innerhalb, ach, wie lange haben wir gebraucht? 6 bis 8 Wochen Alle zusammen, ja. alles zusammen hatten, so auch den Ausbau fertig hatten. Gut, das meiste hatten wir auch leider machen können, nur am Wochenende, da ich ja auch ja, krankheitsbedingt und arbeitsbedingt nicht so konnte, wie ich wollte. Ich gehe nochmal schnell die Kapazitorbänke anschließen. Das hat mir jetzt keine Ruhe, dass die nicht angeschlossen sind. Okay. Na, weg Ich da. werde dir einfach mal Okay. still und heimlich folgen. Na, Ed verläuft sich auch schon in unserem Gebäude. Ja, es ist schon wirrwarr da beieinander. Privater Channel. Jetzt müssen So wie sie nur man schon landen. sieht, die Kapazität auf Bänke füllen sich rasend schnell. Dann eine Million. Wie man sieht. Die springen ja millionenweit, wenn du schaust. 17, 18, 19 Genau. Millionen. Ja, F. Na, also Oh, shit. da steigt das sehr schnell. Geht. Ja, Na, läuft doch. also von daher, also ich habe mal ausgerechnet, ausprobiert, im Selbstversuch, wo da war Ed angeschlossen, meiner einer, und der Kilian war auch angeschlossen an den anderen 4 Kapazitätorbänken. Und die haben den Stromverbrauch ja, gute 10 Stunden ausgehalten. Also wir haben volle Stromabnutzung, also hohen Stromverbrauch gehabt. Und die haben gute 10 Stunden gehalten. Ja. Also kann man sagen, mit den Vieren könnte man 24 Stunden Überbrücken. überbrücken. Also sollte mal irgendein Reaktorausfall sein, ist es kein Problem. Innerhalb von 24 Stunden ist sicher jemand online. Genau. Weil in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr, weil wie ja angesprochen, wollte ich ja das Let's Play auf dem anderen Server fortsetzen. Und den hier einfach, ja, wie gesagt, vielleicht stelle ich die Map zum Download. Habe ich mir gedacht. Ja, das wäre schön, weil dann können die Leute sich hier Umschauen. anschauen, den Reaktor, können meinetwegen auch selber weiter versuchen auf eigenes Risiko, Stimmt. den Reaktor meinetwegen zu verbessern, beziehungsweise in die Luft zu jagen. Genau. Ja, das mache ich dann. So, ich bin mal jetzt einfach mal mit Mistkäfer nach oben gegangen. Warum? Und mit Ed, weil das sind unsere kleinen Kühltürme, die leider nicht angeschlossen sind. Ich wollte hier den Rest Steam, der zu viel produziert wird oder so, nach oben ableiten und dann die zwei Türme dampfen lassen. genau, die zwei Kühltürme rauchen lassen oder dampfen lassen. Das sind denn so, ja, zwei schöne Kühltürme. Nicht ganz rund, aber es geht. Naja, immer 8 in jede Richtung. Ah, Vielleicht mich es sind jetzt sechs. verzählt habe. Achteck. Genau. Ja, es ist nicht ganz so schön geworden, aber Okay, ist doch egal. zum Anfang mal was Schönes gewesen. Genau. Besser ist mir nix. Genau. Aber der Stein Ja. gefällt mir. Was ist denn das für einer? Das ist ganz Schüssel. normaler Stone und dann mit Schüssel bearbeitet. Das ist, glaube ich, Schüssel 13 oder 14. Ne, Nein, vier. 4. Das Und wundert mich, der schaut cool aus. wie man sieht, wir haben hier alles ringsrum mit Wasser. Wir sind extra, beziehungsweise bin ich extra weit weg vom Festland. Hast mal endlich draus gelernt. Weil wir haben direkt bei uns auf Land versucht, mal einen Reaktor zu bauen. Da hatten wir dann ja eine kleine Sperrzone. Die kann man dir noch zeigen, wenn man auf. Genau. Machen wir mal Genau. Warp-Spawn.
Dort ist ja noch zu finden. Ja, Nee. Ja. die In die braucht Richtung. nur in diese Richtung, am Weg längs. Hier war die Sperrzone, da war unser Charakter runter, da war alles verseucht. Genau, wohlgemerkt unterirdisch gebaut. Ja, ich glaube, das haben wir sogar Also. aufgenommen, oder? Ja, aber nicht hochgeladen. Genau, das hatten wir auch aufgenommen. Bei mir ist leider die Aufnahme gelöscht worden, weil Rechnerabsturz. Und ja, hier direkt unter der großen freien Fläche war Stört der man da drin? Reaktor. Hier war alles radioaktiv verseucht. Wir hatten gute 2 bis 3 Wochen hier absolutes Betreten verboten. Und zwar in sämtliche Richtungen, wie der Zaun aufgebaut ist. Also, wie man sieht, hier wachsen auch keine Bäume, kein Gras, nichts mehr. Es ist alles sowas von verseucht, der Boden. Gut, er strahlt zwar nicht mehr, aber hier wächst nichts mehr. Oh doch, hier, guck mal, 2 blaue Pflanzen habe ich hier. Ja, wird ja schön Oh, langsam. Light Aber My Plant. schau, was hier noch steht. So. Malak. Wo bist du denn? Ich gerade nicht. Ach, da. Wo wollte ich denn jetzt gerade? Wo waren das gerade? Jetzt dämlich? Ah, hier schon. Ja, warte, ich komme. Das hängt gerade ein bisschen bei mir. Das ist noch übergeblieben. Ich kann es ja sehen. AKW Gleis 1 und AKW Gleis 2, genau. Hier hatte ich 2 Gleise gebaut gehabt, Ja, mein Chatpack ist alle. wo dann der Zug, also wir mit dem Zug Uran anliefern, dann war ungefähr hier eine Abfahrt runter, wo dann eine andere Lok hochgekommen ist, die Waggons runtergeholt hätte und dann das Erz weiterverarbeitet hätte. Genau. So So. war das eigentlich mal geplant, aber wie man jetzt sieht, haben wir Ist es anders es gekommen. etwas anders gemacht. Genau. Ja, das war es doch nie eigentlich soweit. Ich kann ja noch mal einmal kurz noch mal rüberfliegen zum Lager, Oh ja. weil es gibt ja auch ein kleines Lagerhaus bei uns hier. Da würde ich aber fast sagen, das sollen die Leute selbst rausfinden. Ja, genau. Und wer kein Jetpack hat oder nicht fliegen kann oder wie auch immer, der kann, ja, sollen wir es verraten? Ja, kann man auch, es gibt auch einen direkten Weg zum AKW, aber da könnt ihr dann mal gucken. Es gibt auch noch ein Schwimmen. kleines Extra. Einmal sieht man ja hier das Haus einer von Murdoch. Mit diesem kleinen Häuschen habe ich angefangen. Dann kam dieses große Lager damit zu, wo 3 ME-Systeme eingebaut sind. Nee, eigentlich sind das ja 4. Ein ME-System zum Zugreifen und Kräften und 1 und 3 zum Einlagern. Und ja, hier haben wir dennoch 2 Gebäude von, die im Bau sind, vom anderen Spieler. Aber Genau. Naja, es ist da ansonsten. drüben. Und den Rest können sie Diese sich dann selbst Burg. aus Genau, da drüben ist von Finden. Mistkäfer das Gebäude. Ja, ich war gerade am Und Umbau. naja, ansonsten schaut euch das einfach an. Hier drüben ist noch Ladet eine euch die kleine Map runter, wenn Baumfarm. es sie zum Download gibt. Wow, ich hab's geschafft. Link sollte Und guck ja mal, dann in der Videobeschreibung sein, wenn genau, sie guck zum mal, Download steht. komm mal bei mir hier aufs Dach oben drauf. Guck mal, hier habe ich da übrigens noch versucht, den Crusher zu bauen Ah ja, genau, ja. von Roter Craft. Rotary Kraft. Mit Explosionssicher, mit Obsidian umbaut. Ja, wie gesagt, hier vorne eine kleine Baumfarm, dann hier vorne noch Erzanlieferung, was immer noch die ganze Zeit läuft, aber ohne Erze. Dahinter eine kleine Multifarm. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Edge.
War's Ja, ich würde das? sagen, wir werden das Let's Play jetzt auf einem anderen Server fortsetzen. Also so gesehen einfach fortsetzen, nicht neu anfangen. Wir haben jetzt circa denselben Stand auf einem anderen Server, nur natürlich mit anderen Maschinen und so weiter, aber von Logik her denselben Stand. Und dort geht es dann um neue Mods wieder. Viel mehr mit Galacticraft, Potentia oder wie ganze Mods da heißen, Ja, Witchery, Blood Magic noch. und mit Railcraft, Railcraft. da sind ganz viele Erneuerungen mit bei Buildcraft sind viele und Neuerungen mit den ganzen Robotern und den ganzen Zeugs. die wir dann alle mit genau. euch erkunden. Genau. Neue Applied Energistik werden wir darauf nicht zu intensiv eingehen, wir werden euch alles zeigen, aber genaues erklären werden wir nicht. Das ist viel zu kompliziert und dauert zu lange. Ja. Genau. Wie gesagt, ja, hier nochmal einen kleinen Einblick in mein kleines Chaos. Es ist fast eigentlich alles automatisiert. Ja, Wo kann man ja eigentlich Terminal Strom gibt es hier zapfen? vorne. Bis auf, dass die Putzfrau mal fehlt Und hier. genau, hier ist sehr viel mistig und dreckig und. Das ist genau das Richtige. Ach, guck mal hier, hier kommt noch Erze an. Wo kommen denn die ganzen Erze her? Ah, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich habe, wenn ich mich recht erinnere, vom Atomkraftwerk Geklaut. mich Geglaubt. einfach angestöpselt. Ja, guck mal hier, ganz viel Emerald Ores und ganz viel Eisen. Ja, du Dieb, du. Das wird hier so richtig schön durchgekreinert. Das wird ein Erz zu drei Erzflicks gemacht. Das ist hier die kleine Umbaustufe. Große sollte eigentlich hier gemacht werden, in diesem Raum. Da habe ich extra die Maschinen aufgebaut, wie man sieht. Aber ich habe es leider nicht hinbekommen, so wie Ed das in seinem Video gezeigt hat, dass das vernünftig läuft. Ja, können der User noch ein bisschen rumspielen dann. Genau, da könnt ihr einfach ausprobieren. Hier habe ich also mal ein kleines Gartentorchen gemacht. Wollte nicht Oh. ganz so weit rumlaufen. Ja, dann würde ich sagen, von meiner einer noch Mach's viel das. Spaß auf dieser Map, wenn ihr sie zum Download bekommt. Ihr müsst aber auch dazu die ganzen Mods haben, weil sonst funktioniert es natürlich Ja, das alles Mod gibt's nicht. eh zum Download bereits. Das sollten Sie ja schon Ach wissen. so, genau. Gut, ja, dann würde ich Ihnen sagen, in diesem Sinne, wir sehen uns dann auf dem nächsten Server wieder, wo es weitergeht und macht's gut, Leute. Spaß noch. Ciao. Tschüss. Jo, ciao.